Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Babas, Babis und Bargeldbox von Summer Jam. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Babas, Babis und Bargeld aus dem Jahr 2013. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier eine schwarze Box. Und hier oben haben wir Summer Jam abgebildet, der hier gerade Geldscheine in der Hand hält und vor ihm eine Pole Dance Stange, an der sich gerade eine Frau zu bewegen scheint, die auch schon einiges Geld hier einstecken konnte. Hier lesen wir Summer Jam Baba Box und dann haben wir hier noch diesen Kussmund, das Ganze hier in schwarz und pink oder schwarz und rosa gehalten. Auf der rechten Seite lesen wir dasselbe auch nochmal. Hier unten dann noch BBB, das ist ja die Abkürzung für das Album. Und dann hier nochmal so ein kleiner Einblick. Also so ein, wir haben jetzt genau hier rechts neben der Stange hier diesen Abschnitt hier nochmal abgebildet. Auf der Rückseite lesen wir dann, was sich alles in der Box befindet. Und auf der rechten Seite haben wir nochmals einen Einblick in diese, ja, in diese Table Dance Szenerie. Oben lesen wir nochmal Summer Jam Baba Box. Und als Inhalt haben wir hier Folgendes angeführt. Standard-CD, drei Bonus-Tracks, Instrumental-CD, Autogrammkarte, Poster, Kussmundsticker, BBB-T-Shirt und Babas Boom Box. Hier lesen wir nochmals BBB, Barcode und Credits. Gut, Unterseite blank schwarz, Oberseite blank schwarz. Es ist eine eher ungewöhnliche Box und es ist vom Material her ja, nicht ganz so stabil, wobei man sagen muss, dass die Verpackung der Karton etwas stärker ist als diese normalen Boxen, die oben aufstehen. Also es gibt diverse Releases, die in solchen Boxen hier gemacht wurden. Allerdings muss ich sagen, diese Box doch etwas stabiler als diese regulären normalen Pappboxen. Und von daher, ja, also so ein Mittelding zwischen einer richtigen Klappbox und einer so einer ganz billigen Papierbox. Gut, als erstes kommen uns hier entgegen einmal dieser Boom, wie nennt sich das? Boombox. Diese Boombox. Dann haben wir hier einmal ein Shirt, das ist dann wohl das Album, ein Poster, ein Gutscheincode, eine Autogrammkarte und ein Bestandteil ist noch hier ganz unten, wenn ich ihn gerade nicht rausbekomme. Okay, ja. Er hakt hier irgendwie. Aber jetzt. Und das ist der Sticker. Gut, die Box von innen glatt in weiß. Machen wir mal zur Seite die Box. So. Wie immer starten wir mit dem Album an sich und dieses ist in so einem ganz speziellen Case, in so einem großen Case, Super Jewel Case, ja, Maxi Jewel Case oder wie die heißen. Zwei CD lesen wir hier. Das Cover kennen wir auch schon von der Box. Hackmusik präsentiert, Summer Jam, Babas, Barbies und Bargeld. Baba Edition lesen wir hier und auch noch einen Verbraucherhinweis auf Englisch. Dann haben wir hier auf der Seite auch wieder stehen Interpret plus Albumtitel. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben in diesem Fall 20 Stück an der Zahl und wir haben jede Menge Features. Wir haben Features von Motrip, Casey Rebel, Echo Fresh, Onichiwa, Kollega, Raf Kamora, Rory Jam, Farid Bang und nochmals Casey Rebel. Und dann haben wir noch eine CD2, diese beinhaltet dann die Instrumentals. Auch hier wieder Credits und Barcode zum Abschluss. Das Ganze geht dann hier auf. Dann haben wir ein Booklet und nachdem dieses Case so riesengroß ist, ist natürlich auch das Booklet in diesem Format gehalten. Auch wenn es gerade schwierig rausgeht. So, aber jetzt. So, hier haben wir weitere Einblicke
in Summer Jams Lifestyle. Und dann haben wir hier die einzelnen Tracks aufgelistet, inklusive der Infos, wer das Ganze produziert hat, wer da gefeatured wurde, etc. Also zieht sich hier so durch, diese Table Dance Thematik. Weitere Tracks und weitere Aufnahmen. Ja, wer schläft, wird dekoriert. Hier mit Klopapier und was hat er hier? Irgendein Glasreiniger, irgendeine Sprühflasche auf jeden Fall. Dann haben wir zum Abschluss noch die Credits. Und auch hier nochmal eine leicht bekleidete Dame, die hier wohl gerade das Portemonnaie entwendet. Gut, auch zum Abschluss nochmal eine knapp bekleidete Frau. Und dann haben wir die CD1, diese ebenfalls in Schwarz und Pink gehalten. Sehr schön, gefällt mir immer gut, wenn die CDs eingefärbt sind und das nicht so klassisch einfach dieses typische CD-Silber ist. Sehr schön gemacht und auch passend zum Design hier, zu diesem Schwarz-Rosa. Und dann haben wir die CD2, die Instrumentals und diese ebenfalls eingefärbt. Gefällt mir richtig gut. Zum Abschluss lesen wir hier noch Hug the World. Und dann haben wir ein Poster. Machen das mal kurz zur Seite hier. So, ein Poster. Und zwar ist dieses einseitig bedruckt. Also ihr seht schon, Rückseite blank weiß. Und dann haben wir hier nochmals das Cover abgebildet. Summer Jam hier mit den Scheinen in der Hand vor dieser Stange. Das Ganze im Hochformat. Dann gibt es noch einen Sticker. Hier dieser Kussmund und darunter lesen wir Summer Jam BBB. Das Ganze in Schwarz und Pink gehalten. Eine Autogrammkarte, auch hier wieder das Cover zu sehen und dann lesen wir hier Summer Jam mit so silber-pinkem Stift unterschrieben. Summer Jam BBB auf der Rückseite, auch wieder der Kussmund. Und dann haben wir einen Gutschein, ist die Frage, ob der noch gültig ist, keine Ahnung, ist ja schon ein paar Jährchen her. BBB 2013, da gibt es dann 30% bei hugtheworld.de. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß gar nicht mehr, ob es das Label, die Kleidung von dem Label überhaupt noch gibt, könnt ihr auf jeden Fall mal auf der Seite vorbeischauen und eventuell auch diesen Gutschein einlösen. Ich habe für diesen keine Verwendung. Abgesehen davon glaube ich, dass der in jeder Box der gleiche war und somit auch sicher noch gültig ist. Gut, dann haben wir noch ein Shirt, aber ich würde sagen, bevor wir zum Shirt kommen, das lassen wir nochmal kurz zur Seite, schauen wir uns nochmal kurz diese Babas Boombox an. Und zwar, wir machen das Ganze mal hier oben auf. Hier ganz unten haben wir dann noch irgendwie eine, was ist das? Eine Gebrauchsanleitung oder was steht hier? Die Akkus der Babas Boombox sind aus Sicherheitsgründen nur zu 10% geladen. Wir empfehlen euch, den Akku vor Gebrauch komplett aufzuladen. Team Summer. Okay, Sicherheitsgründen, spannend. Ist natürlich jetzt die Frage, ob der nicht vielleicht schon leer ist. Wir probieren es gleich mal aus. Also wir haben hier so einen schwarzen, oder eigentlich einen weißen Lautsprecher, aber der hier so schwarz überzogen mit so einem Gummi oder mit so einem Schaumstoff. So sieht das Ganze dann blank aus. Das Ganze dann eben in diesem Schaumstoff drinnen. Ich hoffe, ich kriege das jetzt wieder rein. Ja, schaut gut aus. So. Und dann lesen wir hier auch nochmals Summer Jam mit diesem Kussmund. Und das Ganze endet dann hier in so einem AUX-Stecker, in so einem Klinkenstecker, den man natürlich dann in MP3-Player oder Handy einstöpseln kann. Und um das Ganze dann zu laden, haben wir hier einen zweiten Klinkenstecker, so einen Adapter, der hier in einem USB Anschluss endet. Das heißt, mittels diesem hier kann das Ganze dann geladen werden. Gut, ich werde jetzt mal ganz kurz schauen, wenn wir das Handy hier anstecken, ob der aktuell Saft hat. Würde mich ja echt interessieren, weil der ja doch schon einige Zeit lang hier drinnen liegt.
So, dann hören wir einfach mal kurz rein in Summer Jams Album, und zwar in das Lied Der neue Bugatti. Aber es klingt jetzt ehrlich gesagt nicht so, als würde hier irgendwas rauskommen. Nein, der dürfte leer sein. Gut, dann werde ich diesen an dieser Stelle nochmal kurz aufladen und euch dann am Ende des Videos nochmal kurz einen Einblick geben in den Sound. Macht nichts. Wir werden uns dann noch das Shirt ansehen. Und zwar ist das dieses hier. So sieht das aus. Ein Shirt, klassisch in weiß gehalten. Oben lesen wir Babas, darunter dann Barbies und Bargeld. SC 83, also Summer Jam 83, das Baujahr von Summer Jam. Sieht schön aus. Mich wundert es echt, dass man das so verwenden darf oder dass man diesen Barbies-Schriftzug hier so einfach draufdrucken durfte, aber ist, glaube ich, etwas abgewandelt von dem originalen Barbie-Schriftzug. Also die werden da schon aufgepasst haben, dass sie nicht irgendwie Probleme mit Copyright oder irgendwelchen Urheberrechten bekommen. Auf der Rückseite haben wir in dem Fall nichts, also kein Neckprint. Und das Ganze ist ein Hug the World Shirt in Large. Da haben wir auch nochmal die Seite des Shops. Okay, sonst nichts weiter. Jetzt würde mich interessieren, ob wir noch irgendwo Info haben zum Material. Jawohl, das schaut gut aus. Und zwar haben wir hier seitlich noch einen Zettel. 100% Baumwolle. Und das Ganze ist made in Turkey. Und dann haben wir hier noch die Waschhinweise. Gut, wir schauen uns das Ganze nochmal kurz an, wie das getragen aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben hier das weiße Shirt mit dem schwarzen bzw. pinken Aufdruck Babas, Barbies und Bargeld. Und dann links lesen wir noch SC und rechts 83. Ja, schlicht gehalten in weiß und schwarz, allerdings echt ein Hingucker mit diesem pinken Barbie-Schriftzug. Ich muss ganz ehrlich sagen, ist jetzt nicht ganz mein Geschmack, mit sowas rumzulaufen, aber man fällt definitiv mit sowas auf. So, und nachdem ich es mittlerweile geschafft habe, dieses Ding hier, diese Boombox aufzuladen, schauen wir uns jetzt gleich nochmal an, wie das Ganze funktioniert. Und zwar haben wir hier an der Seite so einen Kippschalter und hier lesen wir auch noch Off und On. Bedeutet, wir machen ihn hier auf rechts auf On, dann beginnt er hier auch so blau zu leuchten. Und dann stecken wir jetzt diesen Klinkenstecker hier einfach am Handy oder am MP3-Player an, in meinem Fall das Handy. Dann knistert das kurz. Und jetzt hören wir mal kurz rein in den Song Der neue Bugatti, damit ihr hier einen Einblick bekommt, wie das Ganze klingt. Der neue Bugatti, neue Bugatti, ja. Es ist der, hinter dem du herguckst, dein aufgemotzter Ford Ka behindert den Verkehrsfluss, zehnmal Summer. Ja, also so hört sich das an, dafür, dass das so ein kleines Ding ist, hat er schon ganz gut Power, also die Bässe sind natürlich jetzt nicht so das Gelbe vom Ei, aber rein von der Lautstärke her kann man das gut verwenden und es war jetzt zwei oder drei Stufen vor Maximum auf dem iPhone und ist von der Lautstärke her ganz gut machbar. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was hier alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe L, dann diese Boombox mit diesem Ladekabel, also das Ganze hier dann mittels dieses Adapters hier aufzuladen. Dann haben wir einmal den Sticker mit dem Kussmund, das Autogramm, die unterschriebene Autogrammkarte, das Poster einseitig bedruckt im Hochformat und natürlich das Album in diesem Spezialcase Babas, Barbies und Bargeld inklusive Instrumentals. Ups. Das alles in dieser wunderbaren Box Babas, Barbies und Bargeld von Summer Jam. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Summer Jam unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.